Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Firma-Shop online läuft an. Ja, was gibt's es denn? Es geht in der Bestellung um Cannabisöl gegen Prostatitis. Gegen was? Prostatitis. Prostatitis, ja. Wie kann ich Ihnen da weiterhelfen? Ja. Sie haben bei uns das bestellt. Ich sehe, die Sendung ist zurück bei uns geschickt. Sie haben das nicht bekommen, oder? Wer ist zu Ihnen geschickt worden? Die Sendung. Ah ja, Sie hatten ja bei Sie uns... Sie haben das nicht bekommen. Sie haben ja von uns afrikanische Schamhaare und Ziegenbärte bestellt. Die haben wir rausgeschickt an Sie. Ist die Lieferung heute angekommen? Vielleicht, Augenblick. Ich meine das Produkt Cannabis Oil. Ja, wir können ruhig mal einen durchziehen, aber dazu muss der Kram halt auch bei dir ankommen, ne? Die Sendung ist bei uns geschickt. So steht bei mir. Aber warum denn? Die Zustellung war nicht möglich. Hier ist niemand gewesen. Können Sie nochmal schicken? Augenblick. Ich überprüfe dann nochmal Ihre Adresse, um zu verstehen, was ist los. Wohnen Sie auf Altschauerberg 8? Ja, Altschauerberg 8, das große Baugrundstück. Die sollen das Paket da einfach ins Loch reinschmeißen, habe ich das letzte Mal schon gesagt. Und Postleitzahl ist 91448. 91448 im Skirchen. Komm her, ich schmeiß euch die Prügel raus. Der soll das Paket da reingeben. Was soll das? Komisch, dann verstehe ich nicht. Auf dem Briefkasten steht der Name Schönhaar. Ja klar, da steht Schönhaar dran. Schönhaar, ja. Alles stimmt. Leider weiß nicht warum, aber die Zustellung konnte nicht, also war nicht möglich. Oh, können Sie es nochmal schicken? Wir haben es zurückbekommen. Ja, normal. Ich kann noch einmal zu Ihnen schicken. Super. Aber bin ich nicht sicher, dass Sie die Sendung bekommen. Wir müssen kann vielleicht mit einer anderen Firma machen. Was ist DHL oder DPD? DHL. Ja, dann nimm DPD nächstes Mal. Kann ich nicht das machen. Wir Warum? Schicken mit DHL. Ach so, ja, dann müsst ihr denen sagen. Altschauerberg 8, 91448 Kirchen. Sag, dich hat eine PC-Computerstimme angerufen und die möchte das unbedingt haben. Okay. Okay, ich kann nochmal versuchen. Aber wie gesagt, hoffe, klappt es. Wenn nicht, das ist. Ja, das wäre doof, wenn das nicht klappt. Was machen wir denn dann? Es tut mir leid, bei uns alles ist richtig, die Adresse, alles stimmt, aber... Richtig und wichtig, ja, dann hat DHL Scheiße gebaut. Nicht. Ich bin nicht derjenige, DHL ja. hat die Scheiße gebaut, verstehst du das? Mach mal, ja, DHL arbeitet nicht so gut, wir wissen das, aber... Was, der Hater arbeitet nicht so gut, das halte ich für ein Gerücht. Das behauptet der Rainer ja auch immer. Okay, schicke ich nochmal zu Ihnen, oder? Ja klar, vielen Dank. Wann kommt das dann? Okay. Wenn ich heute schicke, dann bekommen Sie in etwa 5 Tagen. Oh, das schicken heißt, Sie am dann Samstag auch heute oder am noch? Montag. Bitte? Ja, ich schicke dann heute nochmal zu Ihnen. Das ist super lieb. Vielen, vielen Dank. Okay, bitte schön. Augenblick. Ja, ich schicke die gleiche Bestellung. Ja, eine große Packung Cannabis. Ja, die ganz große Packung. Und wir eine haben so kleine. Richtige... Wir haben die Jungs aus dem Sumpflager da ja, demnächst. Und wir brauchen irgendwie ein bisschen guten Kram, verstehst du? Ja. Ja, ich sage, die gleiche Bestellung. Eine große Packung Cannabisöl und eine kleine. Ja, und ich sehe noch eine Packung Xinogen. Was auch immer das ist. Ich nehme alles. Insgesamt 241. Klingt gut, Daiminia. Gib her. Okay. Dann ich schicke das, Sie bezahlen danach nochmal. Alles klar, so machen wir das. Vielen Dank.
Gut, dann bitte schon. Schönen Tag, tschüss. Danke, tschüss. Das ist geil, das waren jetzt wieder diese Arzneimittelbetrüger. Das haben die schon einmal umsonst Versand bezahlt und jetzt bezahlen sie nochmal Versand. Die haben eben in einer Aufnahme auch schon mal zugegeben, dass sie leere Pakete schicken, die dann per Nachname abgenommen werden. Aber je teurer das Paket, desto teurer hoffentlich auch das Porto. Und gerade wenn die das pro Sendung 3-4 Mal schicken, macht das Spaß. Dann sollen die das bei Rainer mal in die Baugrube werfen. Das ist dann das Wertvollste, was dort jemals war auf diesem Grundstück. Ja. So, Sie haben nur uns Ihre Telefonnummer gegeben. Das bedeutet, wir können Sie anrufen und können mit Ihnen über Finanzmarkt sprechen und mit Ihnen zusammenarbeiten. Du bist aber zu dumm zum Sprechen. Merkst du das nicht? Sie sind sehr dumm, dass Sie selbst Ihre Daten bei uns hinterlassen haben. Ja, ich habe ja nicht das gewusst, bedeutet, dass solche Hinterwäldler dann bei mir anrufen. Zeit, wir können jederzeit Sie anrufen und Ihre Zeit nehmen. Nicht ja, Sie können das zu sich selbst sagen. Ja, geh dich verpissen. Los. Ja, mach das selbst. Warum machst du das selbst nicht? Weil du mich angerufen hast, du Kretan. Du Verschwendung ja, von Atemluft. Ich werde dich anrufen, weil du deine Nummer gegeben hast. Ja, aber ich wollte nicht, dass mich Vollidioten anrufen. Ja, ich nein, wollte ein seriöses Verkaufsgespräch. Du hast deine Nummer gegeben. Das bedeutet, wir können dich anrufen. Ja, du bist live Warum bei YouTube. Warum schreist du jetzt? Du bist hast live auch deine bei YouTube. E-Mail gegeben. Du das bedeutet, wir können alles machen, was wir wollen. Kriminelles und wir können jede Minute dich anrufen und deine Zeit nehmen und dich. Super seriöse Firma, super seriöse Firma. Und du bist so unlogisch. Du bist sehr unlogisch. Du bist Kriminelle. Du wirst von uns jederzeit angerufen sein. Kriminelle. Hab viel Glück damit. Kriminelles okay. Scheißpark. Eine Mistrat. Hi. Hallo, mein Name ist Ella und ich kontaktiere Sie von Shop Online bezüglich der Anfrage, die mit dem Namen Jess Benjamin für das Produkt Cannabis Oil gegen Prostatis gestellt wurde. Ja. Ja, kann ja. ich Ihnen einige Fragen stellen und Ihnen die besten Rat zu geben? Und was geben? Besten Rat zu geben. Besten Rat? Was ist das für ein Wort? Das kenne ich nicht. Hey, nicht ins Mikrofon pusten, das tut in den Ohren weh. Kann ich Ihnen einige Fragen stellen und Ihnen die besten Rat zu geben? Ich weiß nicht, ob das was... Haben Sie jemanden, der richtig Deutsch sprechen kann? Ist ich spreche gemeint. Doch ich verstehe gut Sie Deutsch. Nicht. Also Sie, kann ich Ihnen einige Fragen stellen, um Ihnen die besten Rat zu geben? Wir können das ja mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das klappt. Wie alt sind Sie bitte? Ich bin 38. 38, sehr ja. gut. Und sind Sie Jess Benjamin? Jesse Ben Benjamin heißt das. Jess Benjamin, okay, alles ben klar. Ben Benjamin, also, das ist ein Doppelname. Noch nie gehört, ne? Puste mal bitte nein, nicht so noch ins nie Mikrofon, gehört. Das nervt. Also, welche Probleme möchten Sie mit Hilfe dieser Mittel lösen? Alle. Awkward und Science. Haben Sie schon früher einmal ein Mittel genommen, also ein Medikament, Nein. Ja, um dieses natürlich. Problem das zu beheben? Vom Arzt, aber das hilft nicht. Mhm. Okay, alles klar. Dann Sie haben das richtige Wahl gemacht, weil unser Produkt ist 100% rein pflanzlich und es gibt keine Nebeneffekte. Okay? Das hat keinen Effekt. Gibt keine Nebeneffekte. Okay? Nebenwirkungen heißt das Wort. Alles klar. Also, ich weiß nicht, ob ich mich, ich kenne das nicht arbeitet mal die in vier ich Richtungen. Nicht, ich mich von Ihnen, kann ich mit dem Chef vielleicht weitersprechen? Also, ich spreche sehr gut Deutsch und Sie verstehen mich. Wenn Sie etwas haben, dann Sie können mich nochmal fragen, okay? Ich erzähle Ihnen etwas, ich sage Ihnen etwas und danach Sie können mich fragen für alles, was Sie wollen, ja, aber ich okay? fühle mich da nicht gut bei. Ich möchte gerne mit einem anderen Mitarbeiter bitte sprechen. Das kann ja nicht so schwer sein. Also, kann ich Ihnen etwas erklären?
ich merke, dass Sie es probieren, aber seien wir doch mal ehrlich, das klappt doch nicht. Ich sage irgendwas, Sie verstehen das gar nicht. Alles klar. Ich rufe wieder an, okay? Nee, ich möchte mit jemand anderem sprechen, bitte. Ja, jemand anderer ruft wieder an, okay? Ja, danke schön, ne? Ist nicht böse gemeint, ja, sorry. Und das bringt dir wirklich überhaupt nichts. Das ist. Nein, ich weiß, dass die haben auch tatsächlich Leute, die vernünftig Deutsch können. Und mit denen, ne, das bringt einfach nichts. Da, ihr könnt den Spaß dran und ich auch nicht. Klar sind das dann Leute, denen kannst du was vom Hypothalamus-Elefanten erzählen, der bei dir im Garten gerade nach Maulwürfen gräbt, um die zu essen. Aber die verstehen das hier nicht. Hi. Sarah Bald ist mein Name, ich melde mich von Firma Shop Online. Mit diesem Namen Yes Ben Benjamin ist eine Anfrage gestellt für das Produkt Cannabisöl gegen Prostatitis, ja? Ja, genau. Okay, damit ich Sie besser beraten kann, erlauben Sie bitte am ersten ein paar Fragen zu stellen. Darf ich bitte? Was möchten Sie machen? Pferd bestellen? Also damit ich Sie besser beraten kann, erlauben Sie am ersten bitte ein paar Fragen zu stellen. Darf ich bitte? Am ersten bitte, ich verstehe nicht, was haben Sie jemanden, der Deutsch sprechen kann? Also Herr, mit diesem Namen Yes Ben Benjamin und mit dieser Telefonnummer ist eine Anfrage für das Produkt Cannabisöl. Wissen Sie wegen das bitte? Ja, ich möchte gerne mit jemandem sprechen, der richtig Deutsch kann, bitte. Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Also Herr, damit ich Sie besser beraten kann, erlauben Sie am besten ein paar Fragen zu stellen. Paruski. Paruski. Welche Sprache sprechen Sie bitte? Welche Ruski. Ist Ihre Muttersprache? Ruski, Englisch, egal, du okay. Verstehst es ja sowieso. Okay, dann ich verbinde mit meinem Kollegen in russischer Sprache. Ich bedanke mich. Tschüss. Ja, auch danke schön. Tschüss. Jetzt hat sie wieder aufgelegt. Oh, ist das schlimm mit den Idioten? Hallo? Здравствуйте, оставляли заявку на Cannabisöl? Was? Hallo, wer ist da? На Cannabis Oil оставляли заявку? Cannabis? Что препарат от простатита имеет в заявке указано Jess Ben. Ага. Sir, do you speak English? English? No, English. Русский разговаривает. Никакой русский. Индия, Хиндустан. Никакой русский. Ну, тогда всего доброго. Нет русский. Индия, English. Hallo? Ja, wer ist da? Schönen Sie zu erreichen. Anna Gustav ist am Apparat von dem Shop Online. Mit diesem Namen Maulwurf Hans-Beate ist eine Anfrage gestellt für das Produkt Cannabisöl gegen Prostatitis, ja? Ja, das ist richtig. Habe ich Ihre Werbung bei E-Mail bekommen? Mhm. Ja. Was ja, haben Sie? Kann das helfen? Das ist das erste Mal. Natürlich, Herr. So, Herr, dann erlauben Sie mir bitte eine kurze Information zu erklären. Ja. Für das Produkt, den besten Rat zu geben. Können Sie mir sagen, bitte, das Produkt ist für Sie selber oder für jemand anderes, bitte? Das ist für mich selber. Ich habe großes Problem. Immer Schmerzen bei Pissen und so. Okay. So, Herr Wisseltal, ich sehe, dass Sie haben bei uns zweimal das bestellt und haben Sie es zurückgeschickt, bitte? Ja, es ist nicht angekommen. Ich möchte nochmal probieren. Ach, okay. Dann machen wir den gleichen für 241 Euro. Ein großes Programm für Sie? Ja, der ist einfach nicht gekommen. Okay. Ich habe den ganzen Tag im Garten gewesen und der ist nicht gekommen. Ja, bitte gekommen. Nur bleiben Sie erreichbar. He? Der Kurier fragt Ihnen, wann möchten Sie das Paket haben? So, er macht zweimal die Tentative, so zweimal die Anruf für Sie, okay? Tentative? Nur bleiben Sie erreichbar. Okay? Wann denn? Nur bleiben Sie erreichbar, okay? Ja, aber wann soll ich erreichbar bleiben? Wann kommt das? Haben Sie so Tracking? In 4-5 Tagen, maximal 7 Arbeitstage. Herr. Tag der Lieferung sind Sie informiert von dem Kurier, okay? Am Telefon, mit einem Anruf. Können wir nochmal... Brauchen Sie jetzt in diesem Namen Jaron Wiesenthal, bitte? Ja, Jaron Wiesenthal. Können wir nochmal Adressekontrolle machen? Oh.
Ja, können Sie nochmal die Postleitzahl sagen? 91448. Okay, in Emskirchen? Ja, Altschauerberg. Straße, 8. Bitte. Okay, und die Hausnummer 8, ja? 8, ja. Okay, so Herr, letztes Mal, Sie haben es mit diesem Namen Maulwurf Hans Beerbert. Ist das nicht in Ordnung? Nein, ich weiß nicht, woher kommt dieser Name. Mein Name ist Jaron Wiesenthal. Okay, ich schreibe das für den Kurier, bitte. Dann ja. Auf dem Briefkasten, bitte, welcher Name steht dabei? Da steht Mimon Baraka GmbH und Co. KG. Ah, ist eine Firma, meinen Sie? Ja, das ist Firma. Aber der weiß, wie ich heiße, okay. Der Postmann. Ich weiß nicht, warum hat er es nicht gebracht. Ist kein Problem dann. Also, Herr, jetzt bitte. Haben Sie Firmennamen aufgeschrieben? Wir haben es. Ja, ja. Jaron Wieseltal, ja? Wiesenthal, nicht Wiesel. Ich bin kein Otter. Aber Name von Firma haben Sie geschrieben? Wieseltal. Die Firma, ich habe es nicht. Können Sie nochmal sagen? Ja, Mimon Baraka GmbH und Co. KG für angewandte Sterbehilfe. Okay. Und Soher, dann können Sie mir sagen, bitte, unsere kostenlose Nummer haben Sie? Ja, ich habe irgendwo habe ich aufgeschrieben. Aber ich muss gucken. Okay, wunderbar. Herr Wieseltal, ich mache für die Bezahlung, bitte. So, die Bezahlung können Sie mit Visa oder Mastercard machen, erledigen. Ich schicke Ihnen einen Link an Ihre Handynummer. Ja. Wo steht ein Link? Sie können einfach einklicken und die Bezahlung innerhalb 30 Minuten tätigen, okay? Ja, ich möchte aber gerne, weil jetzt ist schon zweimal nicht gekommen, möchte ich gerne bei Bote Nachname bezahlen. Ich verstehe Sie. Deswegen ich habe empfohlen, dass Sie können das direkt an Ihre Handy erledigen. Nein, nein. Und dann, wenn das wieder nicht wenn Sie kommt, nicht zu Hause dann sind, ist Sie mein haben Geld das weg. Paket in den Briefkasten. Aber das ist doch, ich habe doch nicht so eine große Briefkasten, wo diese 8 Flaschen Öl reinpassen. Aha, okay. Ich möchte das ich bitte mit Nachname okay, machen, dann. Damit das für euch möglichst teuer ist. Ja, dann machen wir wieso, ist kein Problem. Oh, danke so, schön. So, jetzt bitte. Ist kein Problem. Ich mache jetzt gerne bitte eine kurze Zusammenfassung, mit Ihnen korrekt zu sein. Ich habe mit Herr Jaron Wieseltal gesprochen. Ich heiße nicht Wiesel. Maximal. Das Wort heißt Wiesental. Ja, Sie sagen immer Wiesel. Ein Wiesel ist ein Tier. Ich bin nicht Wiesel. Okay, so brauchen Sie es mit N. Wiesental, ja? Wiesental. Ich bin kein Wiesel. Habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Oh, wei. Okay, es tut mir leid. Okay, so. Ich habe mit Herrn Jaron Wiesenthal gesprochen. Ihre ja. Bestellung kommt in 5 maximal 7 Arbeitstage von DHL Posten an diese Adresse. Die Postleitzahl ist 91448, Landdeutscher Emskirchen, Altstauerberg, Hausnummer 8. Auf dem Briefkasten, also das ist eine Firma, haben Sie mir gesagt. Ja. Bezahlung wird per Nachname erledigt. Sie haben ein volles Programm Cannabis-Cell bestellt, gegen Prostatitis und ja, ein Potenzmittel auch und natürlich. Ein Synogen-Komplex. Endebetrag 241 Euro, kein Cent mehr. Alles in Ordnung mit Ihren Informationen bitte, bestätigen Sie es? Ja, der Name von der Firma ist Mimon Baraka GmbH und Co. KG für angewandte Sterbehilfe. Ich biete Ihnen gerne meine Dienstleistungen. Ja, ist kein Problem. An. Ich schreibe das für den Kurier bitte. Ja. Okay. Dann, Herr, ich bedanke mich. Ich wünsche für Sie gute Behandlung und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Mazel Tov. Shalom, Kawai. Ich weiß nicht, Sie haben schon zweimal bestellt, das Paket kam zurück. Ja, schick mir das nochmal per Nachname. An einen ganz anderen Namen und an eine Firma für Sterbehilfe. Ja, bitte, mach das. Oh, ist das geil. Hallo. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mit Frau Marianne Hitzler. Das ist meine Frau, soll ich die holen? Ah, ja, wenn Sie ja. können. Einen Moment bitte. Margret! Marianne! Telefon! Ja, hallo, das ist Hitzler, Marianne. Hallo, guten Tag. Tag, bist du? Ich bin Nina. Ich bin Nina vom Limited Charm. Ich rufe wegen Ihren Bestellung. Sie haben bei uns Apollos Tee bestellt.
Ja? Ja, das war heute. Sie haben das bestellt und ich rufe jetzt Ihnen, dass wir sprechen ein bisschen über dieses Produkt und später Sie geben Ihre Postleitzahl und Adresse, damit ich Ihre Bestellung schicken kann. Ah, das ist eine gute Idee, sonst kommt es ja nicht an, wenn du keine Adresse hast. Ja, das kommt auf Adresse. Ah ja, woher sonst? Ja, mit AT-Post, ja. Ja, mit Sie was? Bezahlen Zahlung. Ja, mit AT-Post. Was ist das? Das ist eine ja, Firma wie DHL und dann wir schicken das mit AT-Post und dann kommt an Ihnen Adresse so. Ah, das gibt's aber hier in Mittelfranken gar nicht. Das gibt gar nichts. Wo leben Sie dann? Ah, in Bayern. Mittelfranken? In Bayern. Ah ja? Ja. Ja, und das ist ein Dorf, oder? Ah ja? Und da kommen die ja auch noch mit dem Paket? Und sie kommen nicht bei Paket. Ach so. Ja, aber wie das denn? Ich wie weiß es denn? Nicht. Das ist eine Frage gewesen. Ja, das, ja. Ja, was kostet es? Ich bin ein bisschen entspannt, ja. Wie kann ich dann schicken Ihnen diese Bestellung? Mit der Post? Ja, mit der Post, ja. Ah ja? Ja, gut dann. Ja, was kostet es? Eine Packung kostet 49 Euro. Ah ja, und das ist zum Abnehmen, ne? Ja, genau. Das ist eine Tee zu abnehmen. Ja. Es ist ein Bioprodukt. Es ist total auf Naturform. Es gibt keine Nebenwirkungen. Es ist keine Chemie drin. Sie machen dieses Tee so, dass Sie 2 Teelöffel des Produktes in 2 Deziliter heißes Wasser geben und 30 Minuten in einen Behälter stehen lassen. Trinken Sie täglich bis 5-mal, bis 5 Tassen des Getränks, eine Tasse von der jeder Mahlzeit und ich weiß nicht, machen Sie Sport oder etwas? Eine Taube schieße, mache ich. Ja, oder Sie können auch vor jedem Training eine Tasse trinken. Ja, das ist mit gut. Dieses Tee, es ist wichtig, keine Pause zu machen und trinken viel Wasser. Ich mache nie Pause, den ganzen Tag schneide, renn dann hochlade. Die Mühle ist ja immer am Laufen. Ah ja? Ja, das ist ja mit vielen Bewegungen, das ist dann gut. Ah ja? Ja, Sie arbeiten dann. Ah ja, klar. Ich bin selbstständige Schichtarbeiterin. Ja, ich auch. Ich bin auch. Ja? Ah, das ist ja klasse. Ja. Schmeiß mal ein paar Barre rüber. Ja. Es ist wichtig, keine Pause dann zu machen und viel Wasser trinken am Tag, ungefähr 2 Liter. Ich trinke ja, viel nur Wasser. Bier. Ah, Bier. Ja, in der Brauerei hier im Dorf, da wird immer gesoffen. Dann, ich weiß nicht, wie viel das ist gut zu abnehmen, viele Bier trinken. Ah ja? Ja. Und wie lange hält so eine Packung, wenn ich 5-mal am Tag was trinke? Eine Packung ist genug für ca. 10 Tage. Und wie viel nimmt man da ab? Ja, wenn Sie machen das so, dass Sie mit keiner Pause, mit ein bisschen viel Bewegung, mit viel Wasser, mit ein bisschen Sport, Sie können auch vielleicht 3 bis 5 Kilos abnehmen. Alles ist ja super, das hätte man ohne so einen Tee ja gar nicht schaffen. Ach so, wir empfehlen immer dieses Tee. Ah ja? Für bessere Resultate und Ergebnisse. Das ist gut. Der freut mich. Das sage ich gleich im Pfarrer. Dann ist das in Ordnung, dass ich schicke Ihnen dieses eine Packung oder Sie wollten vielleicht probieren mit 3 Packungen vor einem Monat? Ah, gibt es so einen Sonderpreis, wenn ich 3 Stück nehme? Ah ja, weil Preise sind reduziert. Eine Packung jetzt kostet nun 49. Aber für 3 Packungen, Sie können 3 Packungen kriegen für 147 Euro. Alles ist ja geschenkt, aber was ist denn da drin, dass das Zeug so viel Geld kostet? Das ja, ist ja nicht normal. Ist das zu viel zu Ihnen? Nein, zu viel ist nicht, aber ich frage mich, was ist da drin? Ah, was ist da drin? Hier ist ein grüner Tee, Zitrone, Melisse, Brennnessel, Pfefferminze und Olive. Da sind Hauptzutaten. Alles wächst ja alles bei mir im Garten. Wofür brauche ich dann den Tee? Ich dachte, es ist ja richtige Medizin. Ah,
Ja, es ist wie ein Medikament, aber das ist für schnelle Resultate und schnelle Ergebnisse. Sie sollten dann dieses Tee trinken, wenn Sie wollen, für eine, vielleicht einen Monat viele Kilos abnehmen. Ah ja, das Ja, passe ich nicht mehr in genau. meinen Ford Ranger, nein, das muss ja schon. Ich muss ja ein bisschen was abnehmen. Ja, dann was machen wir dann Weiß mit ich nicht. Bestellung? Ja, gib mir mal 3 Stück, das nehmen wir mal mit. Ja, wollen Sie dieses einmonatliche Behandlung? Also hast du gesagt, eine Packung ist für eine Woche, dann brauche ich ja 4 Stück für einen Monat. Drei Stückchen. Eine Packung ist für 10 Tage. Ach so. Ja, drei Stückchen für einen Monat. Na gut. Ja, ist das in Ordnung? Ah ja. Ich brauche Ihnen Postleitzahl. 91448. 191448. Ja, Emskirche. Nur einen Moment. Halt. 19448. Kannst denn kein Deutsch schwätze? Ja, 91448, habe ich gesagt. Alter Dupp. 91448. Hey, wo bist denn du Das ist. weggelaufen? Nein, ich habe nicht ge gut Doch. gehört. Ich habe gefragt, wo du weggelaufen bist. Vielleicht zahlt es ein Ah. Finderlohn, wenn man dich zurückbringe. Also, Ah ja? Produkte kommt aus Slowenien. Aus Slowenien? Ja, genau. Ah, warum denn so weit weg? Ja, weil Zentrale ist in Slowenien, aber ich arbeite von Linz. Von Linz? Ja, von Linz, aber ja, ich bin im Moment von Linz, aber Lieferung kommt aus Slowenien. Ah, jetzt müsst ihr eigentlich das Lied von der Ansbach Dragona singen, weil ihr Österreicher, ihr wolltet uns ja das Land wegnehmen. Das haben wir nicht vergessen. Aber 300 Ja, Jahre später noch nicht. das passiert so. Es passiert so. Das gibt's ja Ja. nicht. Ja, aber das ist bei uns so. Ja, kommt das, weil die Hauptzentrale ist in Slowenien und deshalb Produkte kommt aus Slowenien. Ah, da kannst Aber du mir aber das nicht mein dauert Land nicht so wegnehmen. viel. Aber das dauert nicht so viel. Es ist nur 1 bis 2 Werkstage. Zwergentage. Ah, das ist gut. Werktage, Werktage. Gibt's auch Hobbytage bei euch? Ich mag da Bilbo am liebsten. Ja, im Moment nicht. Nein, das ist traurig. Nein. Welche Stadt, Sie haben gesagt? Emskirche? Emskirchen. Ah ja. Und Straße? Ha? Straße? Alt Schauerberg 8. Stauberg. Alt Schauerberg 8. Hab ich gefunden. Kannst du Es mir ist mal noch nur. die PZN-Nummer geben von dem Tee? Das brauche ich. Welche Nummer? PZN? Paula Zeppelin, Nordpol. Ja, from die Produkte. Ja klar. Ja, das bekommen Sie vom de, wenn Produkt kommt, das bekommen Sie Nein, im ihr braucht Paket. es vorher. Das muss man Ah, ja Sie geben brauchen das. können. Ja, Sie brauchen das jetzt. Ah ja, Vorfreude ist die schönste Freude, wenn man das schon mal alles angucke. Ja, Alter gut, kein Bock. Problem. Ja. Ja, gib Ja, her. gut. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, gut, kein Problem. Ich Los. dann gucke dann dieses Ja, Nummer los, ja, guck. und ich rufe Ihnen noch einmal an zum Sagen Nein, ich dieses muss jetzt gleich Nummer. in der Gatte Maulwurfhügel ausgraben. Jetzt geh halt suchen nach deren Nummer. Los. Ja, weil ich habe dieses Nummer nicht im Moment. Aber warum nicht? Du musst doch die Ja, Nummer warum? geben, wenn die Leute anrufen. Weil wir haben viele Produkte. Ah ja, natürlich. Ja, das musst du Ja, doch ich wissen. muss jetzt finden. Ja, ich muss das finden. Also los, ich warte. Ja, gut, dann. Kannst du mal so lange erzählen? Habt ihr auch Viagra? Was haben wir? Eine Viagra oder Produkte wie. Nein. Cialis? Nein, wir haben nicht das. Aber wir haben andere MBB, Produkte mit H5-Hämmer. anderen Namen. Ja, der Name ist Ja, mal egal, der muss nur steinhart werden. da sind es. Testo-Kapseln. Haben Sie das bestellt, oder? Ah ja, vielleicht kann das, was kostet es und was ist das? Ja,
Eine Packung kostet 49. Ja, und was macht das? Das ist, dieses Testzeugkapseln sind ein Potenzmittel, aber ja. Es ist nichts wie Camagra oder Viagra. Sondern? Ja, es ist auch total Produkt und mit diesen Kapseln sollen Sie den Verkehr verlängern und eine langanhaltende Erektion erreichen. Das verlängert der Verkehr? Ja, genau. Bis eine Stunde. Alles ist ja geil. Warum? Wie, warum? Ist das ja, so ich habe gesagt, ja. Das, aber dich hat wahrscheinlich ja. länger keiner mehr rausgenommen. So wie du dich auch hörst. Ja. Wie so Windmühle hörst du dich auch. Ja, ich höre nicht, sie nicht so gut. Ja, das merke ich. Ja, ich höre nicht sich gut. Dann musst du Medikamente kaufen. Es gibt ja auch Medikamente gegen schlechtes Hören bei euch auf der Internetseite. Da kannst du die mal ausprobieren. Ja, vielleicht. Oder versuchst du mal mit Schule, das soll auch helfen. Xindel, das Blöde. Steht's weg?